Der Porsche geht wieder zurück. Guckt euch das mal an. Ich habe den Schlüssel hier in meiner Hand, ne? Perfekt. Jetzt. Jedes Mal aufs Neue ist es lustig, die Blicke zu sehen von Leuten, wenn die an dir vorbeigehen und einfach sehen, dass du eine fette Kamera in der Hand hast, mit so einem richtig fetten Mikrofon. Und die denken sich, Digga, was machst du? Boah, Anne. Wie kann ein Mensch so weit vorne sitzen? Quarantäne-Vlog 2. Ihr habt ja schon den ersten Quarantäne-Vlog gesehen. Der war ja in Berlin. Da war wieder komplett tote Hose. Jetzt filme ich heute wieder meinen zweiten Alltag. Ihr wisst, Quarantäne-Alltag sind immer langweilig. Man versucht immer das Bestmögliche zu filmen. Ja, der Tag startet auf jeden Fall gut in Freiheit. Nicht in Hubs. Wenn der Typ kein Glück hat, ne? Der Typ hat wahrscheinlich heute einen richtig schönen Tag. Wie sieht jetzt mein Tagesablauf heute quasi aus? Erstmal fahre ich kurz das Auto abgeben. Das Auto ist ja gemietet gewesen für die Reise nach Berlin. Eigentlich Berlin, Hannover, von Hannover nach Dortmund, von Dortmund nach Bremen und von Bremen nach Hamburg. War eigentlich so geplant, aber hat natürlich nicht so geklappt, wie wir es wollten, wegen dem Virus. Junge, wenn der Virus mir einmal vor die Nase tritt, ne? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich jetzt noch filmen soll. Also die Fahrt ist einfach langweilig. Und wenn mich irgendjemand erwischt mit der Kamera in der Hand, dann gehe ich hart. Die nächsten 20 Minuten sehen so aus. Junge, fahr doch. Kennst du, ich wollte einfach rumbezupen. Und jetzt guckt mich der Typ wirklich an. Verpiss dich! Weil ich so konzentriert auf die Kamera war, habe ich mich einfach verfahren. Und ich bin so spät dran. Ja, moin. Auto, Vorfahrt gewähren. Moin, Wolfgang. Neben mir an der Ampel saß gerade so eine Frau im Auto. Die hatte so ein Cabrio und die hat mich dann voll angeguckt so. Die hat sich voll umgedreht zu mir, hat mich dann angeguckt und hat dann die Cabrio mit der einen Hand so hochgezogen. Also hat die Cabrio wieder geschlossen. Ich glaube, die wollte mich beeindrucken. Seit wann kann man das mit der Hand so hochschieben, Digga? Ach ja, und ich habe ihr auch meine Nummer gegeben. Vielleicht fragen sich die einen oder anderen, mit was bist du denn überhaupt gekommen? Du gibst jetzt das Auto ab und mit was fährst du nach Hause? Damit, Jungs. Junge, wer will was sagen? Guck mal bitte, wie gut ich einpacke. Zu Hause endlich angekommen. Ich lade gerade das neue Video hoch für den Hauptkanal. Deutschland, der gefährlichste Ort in Berlin. Bruder, was da wieder abging. Nebenbei wird auch das Thumbnail gemacht. Wie es bei mir bis jetzt aussieht, ja, bis jetzt alles entspannt. Man hat noch was zu tun, also man langweilt sich nicht. Ich habe mir auch das neue Spiel runtergeladen. Warte, ich zeig's euch. Ich habe so lange nicht mehr PlayStation gespielt, ne, ihr glaubt mir nicht. Und zwar Warzone. Irgendwie jeder spricht darüber, deswegen habe ich es mir auch gedownloadet. Ich werde auf jeden Fall erstmal meine Sachen fertig machen und danach wird ein bisschen gespielt. Auch mal ein bisschen den Kopf frei kriegen. Ich bin gespannt, was euch heute noch alles erwartet oder ob uns einfach die Langeweile auffrisst. Junge, guckt euch das Wetter an. Ausgerechnet bei dem Wetter ist Quarantäne. Danke, dass du nicht geklingelt hast. Ich habe das jetzt auch gerade in die Instagram-Story reingetan. Ich fühle mich ja eigentlich voll unwohl, wenn ich Sonnenbrillen trage, ne? Weil ich mich dann selber voll als arrogant einstufe. Ich weiß nicht warum, ihr könnt jetzt mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Aber so, wenn ich jetzt Leute sehe mit Sonnenbrille, ich sag nicht, dass sie arrogant sind, aber die Sonnenbrille wirkt, als wäre die Person voll arrogant und abgeneigt von allem. Keine Ahnung, ob ihr mir da zustimmen könnt. Auf jeden Fall habe ich dann eben eine Story gemacht, habe euch gefragt, so, wie würdet ihr mich jetzt einschätzen, wenn ich quasi an euch vorbeigehe mit Sonnenbrille, euch am besten nochmal so angucke. Was guckst du? Wie würdet ihr mich einstufen? So als Person. Würdet ihr denken, ich bin so ein richtig arrogantes Stück? Ja oder nein? Ey, mach die Brille gleich kaputt. Oh, Junge! Ich weiß nicht, welchen Tag wir jetzt haben. Ich hatte ja vor, die Quarantäne-Vlogs zu drehen. An der Stelle großes Dank an meine Disziplin. Ich habe es auf jeden Fall nicht hinbekommen, die Quarantäne-Vlogs täglich hochzuladen. Ja. Ganzer Kofferraum bewegt sich von A nach B. Wie gesagt, ich fand das jetzt nicht so interessant, zu Hause zu filmen, weil ich wirklich nichts gemacht habe, außer drehen, schneiden und ab und zu mal ein bisschen gezockt habe. Deswegen dachte ich mir, nehme ich euch nur mit, wenn ich irgendwas Besonderes mache. Und in der jetzigen Zeit ist besonders schon, wenn man rausgeht. Der wollte Pizza werden. Ich bin auf jeden Fall jetzt gerade auf dem Weg zur Post. Passt, ja. Ich bin auf jeden Fall jetzt gerade auf dem Weg zur Post. Ich muss die Post abgeben. Ich habe ein Paket bestellt gehabt. Ein Geschenk war das sogar tatsächlich. Und auf ein Geschenk, ich sag's euch, ne? Die Tasche sah wirklich perfekt aus, ne? Nicht zu groß, nicht zu klein. Und dann kommt das Ding an. Ich mach das Paket auf. So eine kleine Tasche. Ich schwör's euch, kleiner als mein Handy. Ah, es gibt doch nichts Schöneres, als im Internet was zu bestellen mit dem Gedanken, okay, das kommt perfekt an. Und dann kommt es an und in der Realität sieht es einfach kleiner aus als dein Handy. Jetzt weiß ich auch, warum meine Mutter mal meinte, geh in den Laden, probier es an und kauf es dann. Aber bestell nicht immer aus dem Internet. Jetzt muss ich ganz kurz warten. Jeder kennt den Moment, ihr müsst auf euren Kollegen warten. Da gibt es aber nichts Schöneres, als sich zu unterhalten. Natürlich unterhalte ich mich jetzt nicht nur mit euch, sondern mit meiner Teilbegleitschaft. Hey Siri, wie geht's dir? Nicht allzu schlecht. Klingt gut. Danke, mir geht's auch gut. Ich mach eine Kasse, ich komme gleich damit, ne? Ja, Tom. Ey, mach dir Kasse? Ja. Nimm mal ein bisschen für mich mit, Digga. Ja. Und, was sagst du so zum Wetter heute? Im Moment ist es teilweise bewölkt in Hamburg und es sind 8 Grad. Teilweise bewölkt. Regen? Es ist nur bewölkt. Liebst du mich? Ich finde dich ziemlich klasse. Dankeschön. Ich finde dich irgendwie voll süß.
Ja. Siri ist einfach weg. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen warten. Was geht bei euch? Meine Frage, die ich wirklich in jedem Video gefühlt stelle. Wie läuft eure Quarantäne? Was macht ihr so gegen Langeweile? Ich kann mir vorstellen, wirklich 90% der Jungs zocken. Wir sind jetzt auf jeden Fall gerade beim Bauhaus. Der Arrogante. Wir steigen aus, aber einmal steht da so ein Oschi. Bauhaus, willkommen. Das Problem ist, ich weiß nicht mal, was ich... Also ich komme hier einfach hin. Ich werde mein Zimmer umordnen. Ja, hau rein. Junge, hier ist ja eine Schlange. Ach, mein Gott, was dieser Virus mit uns angerichtet hat, Junge. Schreibtische gibt... Ey, Bruder, da sieht jemand asiatisch aus. Mann, das ist jetzt ein Haram-Witz. Dafür habe ich auf jeden Fall den ein oder anderen Platz vorne im Höllenkino. Mit 3D-Brille noch nicht. Da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen haramer werden. Nee, aber wie gesagt, wir sind hier jetzt noch bei Bauhaus. Es gibt hier keinen Schreibtisch, Daniel. Wir haben uns auf jeden Fall jetzt Burger geholt. Ich mache jetzt einmal vor euch den Burger auf. Wenn das runterfällt, Bruder, bist du der Schuldige, weil du hast zuletzt berührt. Ich schwör's euch, Dulls Burger machen echt geil. Ich hab Hunger. Büsi schreibt wieder hier mit seiner Freundin mit Schatz und so. Bruder, bei dir läuft. Ja, und der Schwein ist so raus. So, Freunde, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, hat's gefallen. Und auch unterhalten. Ah, Bruder, da zieht man Haare aus, der Hund. Das war's auf jeden Fall mit dem Quarantäne-Vlog. Zwei. Der hat zwar ein bisschen länger gedauert als geplant. So, ich dachte eigentlich, ich drehe den in einem Tag ab und schneide den und lade den am nächsten Tag hoch. Hat aber nicht so geklappt. Vorstellungen und Umsetzung stehen nicht in einer netten Beziehung. Ich beende den Vlog auf jeden Fall hier schon an der Stelle, weil wir heute nichts Besonderes mehr vorhaben. Wie gesagt, wir sehen uns morgen. Abo, du Strafzettel. Oh, tamam, Digga. Er tut so, als wäre das Auto abgeschleppt. Wie gesagt, ich habe jetzt auf jeden Fall einen Strafzettel. Ich habe jetzt überlegt, ob ich morgen ein Video hochladen soll. Ja oder nein. Mache ich jetzt, weil Strafzettel, ich muss finanziell weiterkommen.